Es ist vollbracht. Nach einer Bauzeit von einem Jahr und einer Investitionssumme von 10 Millionen Euro können nun ein hochmodernes Logistikzentrum für Frisch- und Tiefkühlwaren sowie zusätzliche Büroflächen ihren Betrieb aufnehmen. Diese bislang größte Investition in der Größwarngeschichte ist aufgrund des stetigen Wachstums notwendig geworden. Zum Glück sind wir die letzten 10 Jahre jedes Jahr so um 10% gewachsen. Und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo das Lager aus allen Nähten geplatzt ist. Es hat Zeiten gegeben, da hatten wir nur mehr 3 Lagerplätze frei. Und deswegen war es notwendig, dass wir hier zubauen. Für die Generalplanung des Großprojekts zeichnete die Firma Bausurf aus Eferding verantwortlich. Die baulichen Anforderungen seitens der Firma Größwang waren klar definiert. Der laufende Betrieb muss aufrechterhalten bleiben. Das war ein sportliches Thema, aber haben die ausführenden Firmen auch ganz gut geschafft. Nächstes Thema war, dass die Emissionen minimiert werden sollen. Das haben wir dann insofern gelöst, dass die Luftkühler ersetzt worden sind durch Wasserkühler und dadurch ist der Schall merklich leiser geworden. Das Tiefkühllager war Vorgabe, dass das 40 Meter Breite haben muss und keine Säulen in der Mitte haben darf, was jetzt grundsätzlich noch nicht so spannend ist, aber wir haben dann relativ hohe Lasten noch gehabt in der Mitte drinnen mit 12 Tonnen zum Abhängen und das hat man dann mit einem guten Holzbauer lösen können, dass der Leimbänder dann 40 Meter hat und auch eine Höhe von 3 Metern. Auch der Wunsch des Bauherrn, dass vorwiegend Unternehmer aus der Region an der Errichtung des Zubaus beteiligt sind, konnte erfüllt werden. Neben Regionalität ist dem frischen Lieferanten Größwang auch das Thema Nachhaltigkeit ein großes Anliegen. Wir haben hier 3 Schwerpunkte gesetzt. Zum einen haben wir alles, was neu war, mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Wir haben eine Photovoltaikanlage, mittlerweile die 2. am Dach montiert und produzieren hier ca. 400.000 Kilowattstunden Strom im Jahr. Und wir brauchen in etwa 2,2 Millionen Kilowattstunden Strom gesamt hier am Standort. Sprich, durch Photovoltaik können wir 20% abdecken. Wir haben im Bestand die Kälteanlage Tiefkühl demontiert und haben mit dem Zubau auf natürliche Kältemittel umgestellt. Das heißt, dass wir hier energetisch die Lösung gesucht haben, die den niedrigsten Stromverbrauch hat und gleichzeitig nur mehr natürliche Kältemittel beinhaltet. Auch das war so der 3. Schritt, mit dem wir hier die Nachhaltigkeit wirklich hervorheben. Ganz nach dem Motto, Frische bringt's, profitieren auch die Kunden von der Erweiterung. Der größte Vorteil wird wahrscheinlich das noch breitere Sortiment sein für unsere Kunden. Wir haben da ganz ein spezielles frische Zentrallager gebaut, wo wir in Zukunft noch mal deutlich mehr frische Produkte für unsere Gastronomen anbieten können. Und wir haben mittlerweile 3000 Artikel im Sortiment und werden das dann über die nächsten Jahre bis zu 3500 Artikel erweitern können. Stichwort automatisiertes Lager. In dem Regal haben ca. 16.500 Kisten Platz. Das Herzstück sind 2 Regalbediengeräte, 2 Roboter mit einem Carbonmasten. Wir können 661 Artikel hier kommissionieren. Unsere Kapazitäten waren auch schon an der Grenze und deshalb auch dieses Lager. Wir können die Artikel, die wir einlagern, genauer kontrollieren. Die werden verwogen. Auch nach dem Kommissionieren wird dann wieder verwogen, um sicherzugehen, dass der Kunde das bekommt, was er bestellt hat. Mit der Standorterweiterung ist der Platzbedarf von Größwang in Christkirchen bei gleichbleibend hohem Wachstum bis mindestens 2030 gesichert. Es wäre hier die Möglichkeit, dass wir nochmal das Gleiche, was wir jetzt zugebaut haben, nochmal erweitern. Also die Widmung haben wir bekommen dafür. Aber wir haben jetzt vor einigen Monaten begonnen mit unserem 3. Zentrallager. Das ist nördlich von München. Und da sind wir jetzt gerade schon an den Arbeiten und an den Ausschreibungen. Somit geht die Erfolgsgeschichte Größwang vielversprechend weiter.